Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Im letzten Part haben wir unser Holzschwert bekommen und auch Taro, Maro und Betty den Schleuder ein bisschen gezeigt. Und so. Ja. Und natürlich gezeigt, wie man mit dem Holzschwert coole Skills macht und so. Voll krass und so. Und jetzt sind wir momentan sie am Suchen und da ist auch schon Taro. Ich hab gesagt, renn nicht in den Wald. Du kleiner Idiot! Ah, das muss man dich auch noch retten. Bist du Zelda oder was? Trägst du ein Kleid oder was? Hör auf zu schreien, ich bin da. So, Boots. Hör auf, Automat anzubieten. Das macht er anscheinend auch mal, der Ray. So. Boots. So, wäre das auch geschafft. Mensch, Taro. Was kannst du nicht bringen? Wenn du nicht gekommen wärst, du mir hätten die mich bestimmt zusammen mit diesem Affen aufgefressen. Er ist übrigens ein ziemlich altes Tierchen, er wollte mich beschützen, dann sind wir zusammen hier eingesperrt worden. Du, Domi, bitte sag meinem Vater nichts von dieser Sache hier, ja? Er sagt uns immer, wir sollen bloß nicht in den Wald gehen, weil es dort viel zu gefährlich ist. Also bitte sag ihm nichts davon, versprich es mir. Dummy. Naru? Gönn hat mir erzählt, dass Taro im Wald verschwunden ist. Da bin ich so schnell wie möglich hergekommen. Warte mal, Taro. Ist das nicht Jan sein neuer YouTube-Name? What the fuck? Aber ich glaube, du hast ihn schon nach Hause geschickt. Vielen Dank. Dieser Wald ist irgendwie seltsam geworden, findest du nicht? Hoffentlich passiert nicht noch Schlimmeres. Aber Dummy. Morgen wirst du endlich nach Schloss Hyrule aufbrechen, nicht wahr? Sieht so aus. Ich denke, es ist gut, dass ich dir diese Aufgabe getragen habe. Viel Erfolg, pass gut auf dich auf. Und wenn du Glück hast, triffst du vielleicht ja sogar Prinzessin Zelda. Oh ja, das wäre schön, die Prinzessin. Aber nein, daher wird sie entführt. Bitte nicht. Bitte lass mal auch wieder zurück auf der Weide. Okay. Why not? Hey, Domi! Ha? Ja? Oh. Oh. Sorry, ich musste ihm diese Stimme einfach geben. So, Domi, langsam ist es verzweifelt auf. Er guckt halt auch so. Wollen wir dann wenig früher Schluss machen? Das wäre nett. Ich rufe eben schnell Epona. Oh, es steht, stand da hinten die ganze Zeit. Ups! Ich hätte auch laufen können. Aber warum laufen? Es kann auch zu mir laufen. Das ist schließlich mein teures Ross. Da. Hey. Also gut, es geht los. Oh, schnell, Domi. Oh, diesmal willst du mich wohl testen, ha? Los, ihr drei, rein damit. Und ihr auch. Und ihr auch. Los, rein. Wieso rennt ihr eigentlich an der Ecke herum? Das ist gemein. Es trennt euch doch nicht, ihr Scheißdinger. Nein, du Scheißding! Herum! So! Er wollte es mich einfach verarschen. Oh, Combo Wamba! Happy Feet! Fehlt nur noch einer. Komm doch her, du Katziger! Natürlich bist du schon wieder so weit außen, warum auch nicht? Meine Güte, sei mal nicht so weit außen, danke! Sei mal nicht so weit außen, geh einfach in den Kackstab! Easy! Da merkt man, dass du ein echter Profi bist. Du bist 1 Minute 49 schneller als sonst. Also gut, genug für heute. Geh lieber schnell zu Perry, was erwartet dich schon. Okay, zapp. Ja. Zapp. Twilight Princess HD ist so ein schönes Spiel schon. Und das sage ich als jemand, der Twilight Princess nicht, sondern nicht mag. Ist bei mir in der Top 10 nur auf Platz 9. Guck mal, Papa, da kommt er.
Tiff. Also heute geht's nach Hyrule, ja? Ja, so sieht's aus. Wird schon schief gehen. Oh, Tobi, schon fertig für heute. Wünsche einen schönen Feierabend. Ha? Hallo, Herr Bürgermeister. bewegt seinen Mund. Das Geschenk für den Hof ist schon verabreitet. Du solltest dich jetzt auch für die Abreise bereit machen. Immer hat der Hof von Hyrule selbst um dieses kleine Geschenk von unserem Dorf gebetet. Er wäre es doch unziemlich, wenn der Repräsentant Orders zu spät bei Hof erscheint, oder? Ihr habt einen weiten Weg vor euch, also passt mir gut auf Domi auf. Aber was ist das? Hm? Ha, was ist los? Was soll das? Das arme Tier ist ja verletzt. Nun ja, verstehst du, da war gestern... Domi, hast du den Pony etwa wieder zu grob angefasst? Nein, hab ich nicht. Hey, chill doch mal. Aber Elia... Vater! Wie kannst du so etwas nur sagen? Du bist der Bürgermeister. Also zeig auch etwas Verantwortungsbewusstsein. Armes Kleines. Alter, was geht mit deiner Tochter? Ja, ich weiß. Keine Sorge, Pony, ich bring dich gleich wieder zur Quelle im Wald. Dein Lichtgeister, der wird deine Verletzten sicher gleich wieder heilen. Ey, mein Pferd, ich brauch das, sonst komme ich nicht nach Hyrule. Hey! Aber Elia! Ohne Pony kann Domi das Geschenk doch nicht richtig abliefern. I don't care. Unmöglich, dieses Kind. Ja, gut! Warum auch nicht? Wir wurden schon wieder Ferdinand. Alter, gib mir mein Pferd. Gib mir mein Pferd zurück. Ich brauch das. Da. Hat sie uns einfach mal so das Pferd geklaut, wie sie Link angeschrien hat. Hast du dich wieder so gemacht, dass du was verteilst? Jetzt habe ich wieder so laut geredet. Dang it. Du, Domi. Gehst du, Lia? Ich würde ja auch, aber die anderen. Du, Domi, sollen wir nicht zusammengehen? Was willst du? Domi, da bist du ja wieder. Sag mal, stimmt das? Du darfst wirklich nach Schloss Hyrule, Domi? Wahnsinn, ich will auch nach Hyrule. Ich meine, hier im Dorf ist doch wirklich nichts los. Colin, ich muss eben kurz in mein Haus, weil ich möchte den Zuschauern hier noch den Keller zeigen von Link, den wir nicht sehen konnten. Aber jetzt haben wir die Lampe, jetzt können wir im Keller sehen. Außerdem möchte ich meine Ersparnisse gerne mitnehmen nach Hyrule. Wer weiß, vielleicht können wir ein gutes Souvenir kaufen. Als wäre das so ein Urlaubsort. Wie sieht's denn hier im Keller aus? Genau, hier ist der Spiegel. Da spiegelt man sich drin. Spooky. Und selbst wenn ihr wisst, dass hier eine Kiste steht, könnt ihr diese nicht öffnen. Wie sieht's denn in der Keller aus? Aha, da wächst was. Wie so ein Keller halt aussehen kann, ne? Sie enthält 50 Rubine. Also die hat wohl jemand ganz vergessen. What the fuck? So stand das noch nie da. Okay, sie haben die Texte ein bisschen geändert anscheinend. Aber warum auch nicht? Ich meine, so dramatisch ist das jetzt auch nicht, dass sie die Texte geändert haben. Und jetzt gehen wir mit Colin zu Elia. Ich meine, wir brauchen unser Pferd und ohne Pferd klappt nicht so. Ha! Okay, Colin, lass uns losgehen. Ey. Domi, wir haben auf dich gewartet. Gestern war so toll, den Affenjagen, das hat wirklich Spaß gemacht. Den hätte ich auch Marian mal gesagt. Im Wildkind hat er einfach doch dich gefangen, oder? Und du, Colin? Alles rausgekommen, nur weil du gepetzt hast. Und Papa hat uns ganz doll ausgeschimpft. Total übel war das. Du wirst das sowieso nur Celia, oder? Aber hier kommst du nicht so leicht vorbei. Also sag mal, du, mir willst du nicht dein Holzschwert leihen? Wenn ich das nur gestern schon gehabt hätte, dann wäre ich auch ganz allein gekommen. Auf keinen Fall. Aber warum denn? Ist doch nichts dabei. Komm, gib schon. Wir bleiben hier so lange, bis du das Holzschwert zurück rausrückst. Ist das Erpressung? Ich schlitze euch auf mit meinem Holzschwert. Hau ich euch. Du musst Domi auch sein, dass er uns das Holzschwert geben soll, sonst lassen wir euch hier nicht vorbei. Wow! Dass mein eigener Bruder so gemein sein kann. Jetzt sei nicht so, Domi, gib uns schon das Schwert. Nein! Aber warum denn? Ach, kommt immer aufs selbe hinaus. Ja, ja.
Alter. Wow, super! Das ist schon Kind, wenn es um seinen Willen. Ich krieg gerade das voll aus. Mit diesem Schwert zeige ich es jedem. Mach keine Dummheiten damit. Domi. Danke. Die anderen sind immer so gemein zu mir. Ich verstehe gar nicht, was so lustig daran sein soll, so ein Ding durch die Gegend zu schwingen. Das ist doof und gefährlich. Wenn ich mal groß bin, würde ich so sein wie du, Domi. Also ein Held. Ich würde so gern reiten. Kannst du mir das nicht beibringen? Ja? Versprochen? Ja? Du kannst meinen Holzschwert noch nicht mal richtig halten. Was willst du damit? Gib mal bitte wieder zurück. Danke. Wäre sehr freundlich. Dann haben wir jetzt halt kein Schwert mehr. Puh. Wer braucht schon ein Schwert auf dem Weg nach Hyrule? Also ich doch nicht. Also. Nee. Nee. Wir doch nicht. So, geh mir zu Ilia. Sie sagt ja, sie ist an der Quelle und die... Domi! Denk nicht, du könntest Epona einfach mitnehmen. Denk mal darüber nach, was du getan hast. Vorher mache ich das auf Tor auf keinen Fall auf. Ey, ich wollte mich erklären. Ilia, du weißt gar nicht, was gestern passiert ist, oder? Ich weiß nicht, ob ich es richtig erklären kann, aber lass es mich versuchen, ja? Inzwischen kannst du durch den Tunnel dort hinten hineinkriechen, Domi. Okay, gehen wir halt durch den Tunnel. Warum auch nicht? Frauen! Lass einen nicht mal was erklären. Es. Look at the booty. Wir können auch den Booty verschwinden lassen. Jetzt haben wir keinen Booty mehr. Aber... Kann ich mich ernsthaft nicht mehr nach vorne bewegen? Lei! Auf dem Gamecube, wie konnte ich mich dann nach vorne bewegen? Hier nicht. Oh, Mechanik entfernt. Nintendo sackt. Nee, tut Nintendo nicht. Was? Ich wusste gar nicht, dass da... Aber sag mal, Colin. Bla 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 bla. Nein! Verpiss dich! Epona, du bist dir also immer noch lieber als ich, nach allem, was er dir angetan hat. Es war ein Versehen. Sei ganz beruhigt, Domi. Er ist glücklicherweise keine schlimme Verletzung. Wir können also zusammen reisen. Nur eines, Domi. Eines musst du mir versprechen. Egal, was dir auf der Reise passiert, pass gut auf dich auf. Komm einfach nur wohlbehalten wieder zurück, ja? Natürlich. Ha, was ist da los? Zur Hölle, wo ist mein Holzschwert? Verdammt, das haben die Kinder! No! In hier! Da verschleppen sie einfach sie. Und ich lieg da und kann nichts tun. K.O. Und was bist du für eine fette Sau? Dum, dum. Ha? Was zur Hölle? Was zur Hölle ist das denn? Mein Kopf. Ilia, Colin. Wo sind sie? Schnell hinterher. Duff. Schnell. Wir müssen sie retten. Zur Hölle ist das? Das war gestern noch nicht da. Was zur Hölle ist das? Was zur Hölle? Weggesnackt. Was zur Hölle? Was zur... Was bist du? Lass mich los! Fire Force of Courage! Lend me your strength!
das so nicht? Au. Das tat weh. Wo sind wir? Ist das der Wald von Fyrone noch? Was zur Hölle ist hier los? Sandley Wolf. K.O. Fatality. Mit dem Triforce des Mutes. K.O. Und wer ist das denn? Wer bist du? Sure. Lass mal wieder saven. Oh, wir sind angekettet und ein Wolf. Und es sieht alles geil aus in HD. Hä? Oh Mann. Oh boy. Ich kam hier. Verdammt. So. Hat nicht geklappt. Ich glaube nicht, dass deine Zähne stark genug sein werden. Und wer ist da? Die Person von vorhin. Wer bist du? Ha? Hab dich! Oh, da kriegt man ja Angst. Aber es wohl klug ist, so ein knurriges Gesicht zu machen. Was für ein Jammer. Ich hätte dir so gern geholfen, wenn du ein braves Hündchen gewesen wärst. Oh. Ich bin brav. Gut, so Gehorsamkeit gehört schließlich zum Wesen der Menschen. Aber du bist kein Mensch mehr, sondern eine wilde Bestie. Ach so. Wow. Na, bist ein braves Hündchen. Und jetzt sei schön ruhig. Ja. Oh. Ja gut. Überrascht? Aber wo sind wir hier nur hingekommen? Huh? Ja, natürlich. Komm zu mir, dann kann ich es dir zeigen. Okay. Das ist auch was Neues. Was zur Hölle ist passiert? Ach, wühlen ist jetzt auf Y. Okay. Wo ist sie hin? Sie ist verschwunden. Nee. Anscheinend bist du ein richtig kluges Hundchen. Ey. Du gefällst mir. Ich glaube, ich sollte dir bei der Flucht helfen. Aber dafür wirst du schön brav gehorchen, wenn ich dir etwas sage. Ist das klar? Wenn du etwas von mir willst, drückst du L, um mir ein Zeichen zu geben. Also verstanden? Dann los. Go. Okay. Ja, wir haben uns in einen Wolf verwandelt. Und L. Ach, da oben ist jetzt Midna. Ich meine, da oben ist jetzt der komische Elfenkopf. Der komische Elfen. Fassen. Nom nom. Ich brauche keine Tipps von dir, komisches Ding. Nein, ihr habt den Namen nicht gehört. Der existiert gar nicht, der Name. Hoi. Was ist das? Aha, das ist ja. Pass auf, zeig dir etwas Interessantes. Ein Tier wie du solltest erkennen, dass er etwas ist, oder? Drücke X, um dein Gespür zu schärfen, dann sieh genau hin. Huch. Ihr dürft nicht unsicher sein. Verdammt, keinen Schritt weiter. Stehen bleiben. Was willst du? Hier ist nichts. Und warum bist du ein Gespenst? Zur Hölle. Ich finde die Icons cool. Dieser Geist ist sicher ein Soldat. Der kommt sicher gerade wieder aus einer anderen Welt. Hier gibt es noch mehr von diesen Geistern. Du solltest dein X-Gespür verwenden. Vielleicht wissen die ja, was hier passiert. Okay. Wer auch immer du bist. Komischer. Nein!
Not even close. Oh, Geld. Haben wir wieder eine gerade Zahl wieder. Yes! Du scheinst dich noch nicht an dein Gestell, als würdest du hier gewohnt zu haben. Deshalb lass mich dir sagen. Wenn du gegen Gegner kämpfst, erinnere dich an das, was du als Mensch konntest. Dein Instinkt bleibt gleich, auch wenn deine Gestalt sich verändert hat. Ja, das ist wahr. Hoi! Oh, ich sehe gerade, es ist schon wieder Zeit, den Part zu beenden. Ich will aber nicht! Wir sind doch gerade erst ein Wolf geworden. Komm, ein... Komm, wir schwimmen noch ein bisschen. Einfach schwimmen. Einfach schwimmen. So. Hui! Okay. Ich würde sagen, wir beenden jetzt den Part. Und dann sehen wir uns... Okay! Im nächsten Part wieder. Also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Tschüss!